Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir machen eine Schnellreise zu dem Entführungs... ja, zur Brauerei, genau. Schon wieder ganz heftig draußen bei uns. Das hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Es war die ganze Zeit so warm und plötzlich fängt es schneien an. So. Brauerei. Und da vorne ist auch der schüchterne Junge. Travis. Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Wir... uns passiert doch nichts, oder? Nein, wir schaffen das schon. Okay, okay, gut. Ich meine, ich krieg das hin. Auf jeden Fall. Hey, du schaffst das schon. Irgendwelche... letzten Ratschläge? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich gehe zuerst rein. Du bleibst hinter mir. Halt mir den Rücken frei. Okay. Wie du meinst. Ich kriege ehrlich gesagt ein bisschen Angst, so nervös wie der ist. Aber das Gute daran ist ja, er kann ja nicht sterben. So wie alle Begleiter von mir. Was ich immer noch als blöd empfinde bei einem Spiel. Was ist denn überhaupt für eine Waffe? Ist das so ein Pistolenrevolver? Verdächtig ruhig. Liegt da jemand? Ja. Raider. Könnt ihr mal vielleicht mal in Deckung gehen? So wie mein Kollege Valentine? Nuss. Captain Nuss. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen, nicht wahr? Ja, dann werden wir wahrscheinlich die Treppen hochgehen müssen. Lass uns mal ganz kurz einen Waffencheck nochmal machen, wo was ist. Okay, das ist die Dicke. Das sind Granaten. Ich höre auch schon Stimmen. Ein Volltreffer. Komm her. Scheiße. Verteilt euch! Findet sie! Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Bleib bloß hinten jetzt. Da kommen jetzt ganz viele. Was
Schneidergesindel. Ey, was läuft denn ihr jetzt vor? Ganz schnell Stimpack einwerfen. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Oh, hat mich ganz schön erwischt. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Ballung. Schön, dass ihr vorrennt, ihr Nüsse, ey. Gut, dass der Valentine sein Ding macht, das ist mir klar, aber der andere Trottel. Ich wollte mal Stimpack einwerfen. Mal gucken, ob das alle waren. Danke, das nehmen wir. Was habe ich denn an Platz noch? Oh, kann man ein bisschen was mitnehmen. Grease. Check. Greaserjacke und Jeans. Check, sag ich jetzt schon. Was waren bei dem noch rumgelegen? Noch? Landarbeiterkleidung, okay. Die nehmen wir mit. Das gehört auf den Boy nicht. Haben sie alle erwischt? Sag mir bitte, dass wir hier drin nichts finden müssen. Das könnte eine Weile dauern. Ja, wir müssen unseren entführten Kollegen helfen. Ey, jetzt schieb mich nicht auf Seite. Das nehmen wir mal mit. 308er. Ey, wenn du mich jetzt da runter schiebst, knall ich dir über den Haufen. Die müssen wir uns mal angucken, vielleicht ist sie besser als meine. Bin ich überladen? Ja. Nimm das Räderleder auch noch mit. Ey. Ja, geh bloß zurück. Man kann immer Geld machen mit Leuten, die die Welt vergessen wollen. Da ist er. Hi. Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Du bist ein Idiot, dass du dich überhaupt mit diesen Pennern eingelassen hast. Okay. War vielleicht nicht das Klügste. Aber jetzt ist ja wieder alles gut. Diese Idioten haben Kronkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen vollgepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Und Travis, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Sprich mit Travis. Müsste ich aber erst noch nicht. Bin doch überladen, hä? Ja, tatsächlich. Das liegt an der schweren Kleidung, die ich da mitgenommen habe. 9,5. Das werfen wir weg. Ja, hilft nichts.
Wenn wir das wegwerfen, wohl oder übel. Wir haben wieder mehr Karaffeln mit, was wir weg. Die Impro haben wir weg. Ich darf nichts mehr so viel Karaffel von Anfang an mitnehmen. Gehärtete Kampflinde. Okay, kalibriert und mächtig. Ich Reichweite 215, 203, Präzision. Höhere Präzision und mehr Schaden. Die nehmen wir auf jeden Fall. Das wird mal neue Schützelein. Die verkaufen wir. Ich müsste mal mit dem Herrn Valentine reden. Hey, wie sieht der Plan aus? Müsste mal ein paar Sachen von mir nehmen. So, der Raketenwerfer war das Problem. Ja, mit Travis reden. Hi. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Du hast alles ganz gut überstanden, Travis. Das freut mich für dich. Danke. Du hast dich echt ganz schön gemacht, Kumpel. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Verstehst du? Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch, wie dem auch sei. Danke nochmal. Ich schulde dir was. So. Jetzt werden wir aber, wenn wir schon mal hier sind, uns noch mal ein bisschen hier umschauen. Ich habe da schon so eine Kassette entdeckt. Und wir könnten auch mal gleich hier gucken, ob es vielleicht noch Aluminium gibt. Und einen Terminal von Tom, der Turm. Ja. Meister Petz. Hey. Ich höre dir aufmerksam zu. Hallo. Kann er das nicht entsperren? Hier drüben. Schon erledigt. Komm her. Kannst auf mich zählen. Hier. Guter Plan. Nee, oder? Muss ich es doch wieder mal machen. Halt, vielleicht ist es in dem Band drin. Verschlüsselte Subroutine, okay. Bringt uns jetzt im Moment noch nicht so viel, also müssen wir wahrscheinlich doch das Ding hier entspannen. Wie schön. Hey. Probleme.
Kollege? Ist das voller 3? Okay, die haben die Schwester, also die Geisel, umgebracht. Ja, voll Teufel. Gibt es denn auch Maschinen, die dir widerstehen können? Ne, Corviga, das war schon in Fallout 4, das war ja das eine ziemlich am Anfang. Stimmt. Geschafft. Jetzt fällt mir da ein, das war diese eine Fabrik. Stimmt, stimmt, stimmt. So, dann gucken wir mal, was das denn, das Ding uns hinführt. Jo, der rennt sogar mal außen rum. Ja, aber Aluminium liegt hier auch nicht rum, ne? Kommen wir wahrscheinlich wieder hoch. Das ist eine riesige Brauereianlage. Was ist denn da hinten? Auch nichts Gescheites. Und da sind wir irgendwo reingekommen, oder? Oder war das weiter oben? Ist okay, ist was anderes. Da sind wir reingekommen, rechts. Ja. Das wär's. So, das ist der Travista der Luft, ich wollte schon gerade sagen. Ja, und mit dem Blick auf die Stadt entlasse ich euch aus der heutigen Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.